Vereinigten Staaten gegen David Clark ist von den Behörden wieder aufgenommen worden, und zwar aufgrund der neuen Beweismittel, die im Prozess gegen Conrad Grayson aufgetaucht sind. Der Schuldspruch, der David Clark vor 20 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt hat, wurde heute offiziell vom Bundesbezirksgericht aufgehoben. Damit wird David Clark posthum von allen Verbrechen freigesprochen. Das sind die neuesten Meldungen. Im Laufe des Abends folgen weitere Informationen. Emily, du hast es wirklich geschafft. Und das 2 Wochen vor Ablauf deiner Frist. Oh mein Gott. Ich weiß, das alles hat seinen Preis gefordert. Hör auf. Du hast heute nicht nur deinen Vater geehrt, sondern auch Declan und Amanda. Sie wären stolz auf dich. So wie ich. Jetzt bloß nicht weinen. Das muss gefeiert werden. Leute, hört jetzt mal her. Alles geht aufs Haus. Ja.